Das Donautal in Baden-Württemberg. Die Landstraßen der Schwäbischen Alb sind bei Motorradfahrern sehr beliebt. Um Unfällen vorzubeugen, kontrolliert die Polizei Ravensburg heute auf einem Parkplatz in Hausen Fahrer und Maschinen. Vor allem auf die Getunten hat Peter Lehmann ein Auge. Aber wenn man das Donautal hier mal befährt, dann sieht man an vielen Stellen von der Kollegen von der Unfallaufnahme ihre Unfallmarkierungen. Und das sind in der Regel Motorradunfälle gewesen. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir immer wieder präsent sind, mit den Leuten auch das Gespräch suchen und sagen, Leute, guckt um eure Maschinen. Das ist eure Sicherheit, eure Versicherung. So, guten Tag. Lehmann, Verkehrspolizei, wir führen Motorradkontrolle durch. Ich hätte gern Führerschein, Fahrzeugschein. Ja. Zweimal. Einmal der Kollege, einmal ich. Ganz schnell das schöne Wetter ausnutzen heute Morgen, oder? So ist es. Ja. Angesagt war es immer so durchwachsen. Ja, ja. Und mehrere Kumpels haben gemeint, das ist nichts. Und ich habe gesagt, das wird. Ja, bitte, als BMW-Fahrer darf ja wohl das Wetter keine Rolle spielen, oder? Als erstes schauen wir mal, wie ist der gesamte Zustand, sind andere Teile verbaut. Und da schauen wir mal, was steht jetzt im Fahrzeug in der Zulassungsbescheinigung drin. Müssen die Sachen eingetragen werden oder kann er sie ohne Eintragung dementsprechend benutzen. Und da laufen wir einfach mal in Ruhe drumherum, schaut alles und wenn alles passt, dann ist er innerhalb kürzester Zeit wieder weg. Am Frontscheinwerfer entdeckt Peter Lehmann ein sogenanntes Steinschlagschutzgitter. Also den kann man wegmachen. Ja, den kann man aufklappen. Ja, es ist jetzt, ich sage immer, bei so Abdeckungen muss man halt gucken, wird das Licht tatsächlich komplett gebrochen oder verändert. Ist ein bisschen eine Optiksache. Weil wenn ein Steig geflogen kommt, in der Größe, wo er dann nicht mehr durchpasst, kommt er sowieso wieder. Ich stimme Ihnen da voll zu. Ja? Das ist eine reine Optiksache. Ja. Auch die Männerwelt guckt ein bisschen auf die Optik. Gell? Grundsätzlich ist ja so, dass der Hauptscheinwerfer und so weiter, die müssen ja eigentlich ohne Gegenstände zu verbauen, klar erkennbar sein. Das Licht muss klar ausfallen können. Aber vom Lichtausfall habe ich jetzt da nichts zum Beanstanden eigentlich. Man muss dann einfach auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Okay, dann möchte ich Sie eigentlich gar nicht länger aufhalten. Udo, ihr seid soweit? Dann eine gute Weiterfahrt. Dankeschön. Ja? Peter Lehmann ist seit 8 Jahren auf Tuning spezialisiert. Bei der Ravensburger Polizei ist er einer der wenigen Experten für Motorräder. Sein Kollege Udo Hülswit kontrolliert den nächsten Fahrer. Eine Verkehrskontrolle. Okay. Nicht erschrecken. Jetzt wird es. Führerschein, Fahrzeugschein hätten wir ganz sehen. Gleich zu Beginn der Kontrolle sticht Peter Lehmann der Hinterreifen ins Auge. Oh je, die Profiltiefe sieht schlecht aus. Profiltiefe ist vorgeschrieben 1,6 mm auf der Hauptlauffläche. Ja, hier. Wir haben 0,6. Ja. Da fehlt vorne der Einser. Hier. Sie wollen jetzt wohin? Eigentlich zu meiner Freundin. Aha. Wenn ich jetzt das Wetter angucke, dann kommen Sie heute noch in den Regen rein. Wo wohnt Ihr Lebensgefährtin? In Bad Sozach. Ja, da fahren wir jetzt heim, stellen Sie und fahren mit dem Auto nach. Nur ich glaube, dann ruft raus, sie soll kommen. oder so, weil so fahren wir nirgends mehr nach. Ja. Okay. Okay? Also ich schreibe das jetzt schnell alles auf. Wir haben hier schlechte Profiltiefe, das heißt, der Reifen hält einfach das nicht mehr, was er halten sollte. Bei Wasser sowieso nicht mehr. Und wenn es dann zum Unfall kommt, dann kriegt der Herr nicht nur polizeiliche Probleme, sondern auch halt mit der Versicherung. Das ist A und O, der Reifen, das ist meine Lebensversicherung. Ja, und die ist in dem Fall ganz schön gering.
Udo Hülswit notiert alle Daten des Fahrers für die Bußgeldstelle. Um sicherzugehen, dass der Mann den Reifen wechselt, bekommt er zur Anzeige auch einen Mängelbericht. So, also, als erstes kriegen Sie den Mängelbericht. Dann lassen Sie das unverzüglich machen. Diese Frist steht noch mal vorne drauf, unter dem Kleingedruckten. Also unverzüglich. Sie haben dann aber noch mal Zeit, das Ganze abzugeben. Ja, genau. Nein, machen müssen Sie es gleich. Die Karte muss dann in den nächsten zwei Wochen beim Landratsamt eingehen, bei der Zulassungsstelle. Mhm. Ich gebe Ihnen jetzt schon mal Ihre Dokumente. Einmal der Ausweis, der Führerschein und ZBS 1. Jetzt ist so, bei der Polizei können Sie Angaben zum Sachverhalt machen. Sie brauchen bei mir keine Angaben machen. Ihnen steht es nach dem Gesetz frei, sich hier zu äußern. Ja, da brauche ich glaube wieder zwei, also das ist Schlamperei. Ja, den Verstoß räumen Sie dann ein. Ja, klar. Also, dann kreuzen wir das da an. Da kriegen Sie dann, wie gesagt, in naher Zukunft das Schreiben vom Landratsamt, steht nochmal alles drin, wie viel Euro die von Ihnen wollen. Ne? Nicht erschrecken, da ist dann auch eine Bearbeitungsgebühr dabei, weil das Landratsamt macht auch nichts umsonst. Und was ich noch sagen muss, einen Punkt gibt es auch. Okay. Ja, weil bei uns gibt es ja nichts umsonst. Und Sie fahren jetzt umgehend nach Hause, wie gesagt, das machen wir so. Aber immer mit dem im Hinterkopf, der Reifen ist am Ende. Ja? Und wie gesagt, in Zukunft darauf achten. Ja? Die Lobbybesserung. Also, Herr das habe ich hier. Einen schönen Tag. Ne? Das wünsche ich Ihnen auch. Inklusive der Bearbeitungsgebühren muss der Fahrer knapp 90 Euro zahlen. Wechselt er den Reifen nicht, riskiert er eine Zwangsabmeldung des Motorrads. Der nächste Biker wartet bereits. Guten Tag, Lehmann, Verkehrspolizei Sigmaringen. Heute Zweiradkontrollen. Mhm. Ich hätte gern Führerschein, Fahrzeugschein. Mhm. Nehmen Sie gerade raus. Jetzt, danke. Jetzt, Herr A***, wir haben Sie auch schon akustisch gehört. Ne? War ein bisschen im anderen Drehzahlbereich, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist genau das, was wir hier im Donautal nicht brauchen können. Okay. Vor allem die Anwohner nicht. Ja. Na, die wohnen ständig hier und kriegen ständig was auf die Ohren. Na, sie fahren nur mal kurz durch in verschiedenen Fahrmodi. Ihnen mag das nicht so schlimm vorkommen, aber die Leute kotzen ab. Ich kann es nachvollziehen. Und das sind dann halt auch Sachen, wo wir immer wieder verstärkt versuchen, diese Kontrolle durchzuführen. Man kann solche Maschinen auch anders fahren. Ob es Spaß macht, das sei dahingestellt. Ja, nee, doch, aber das macht auch in dem Wand- und Drehzahlbereich Spaß, keine Frage. Also. Und dann lässt man sich doch ab und zu mal hinreißen. Ne? Peter Lehmann schaut sich das Motorrad genau an. Der Fahrer hat keine Veränderungen vorgenommen. Sieht soweit gut aus. Also noch mal der Abschlussappell, bevor ich Sie dann weiterlasse. Denkt mir auch an die anderen. Ja, ja, mache ich. Diese Lärmentwicklung ist nicht nur hier im Donautal so, das ist ja Land auf, Land ab, überall die gleiche Problematik. Es gibt sehr viele Fahrer, die fahren hier ganz licht durch, aber es gibt halt einfach ein gewisses Klientel, wo der Meinung ist, am Wochenende ist das eine Rennstrecke und das ist eben falsch.